K wie Kirche. Laudes, das Morgengebet. Einen gesegneten guten Morgen wünsche ich. Wir haben Mittwoch, 10. Juli. Ich bin Oliver Kelch, Diakonatsbewerber der Stadtkirche Recklinghausen. Wir beten gemeinsam am heutigen Morgen die Laudes. So lasst uns zu Beginn beten. Loben werden wir den Herrn, die ihn suchen werden ihn finden, und die ihn finden werden ihn preisen. Ich will dich suchen, Herr, dich anrufen, an dich glauben, denn du bist uns verkündet. Es ruft dich an, Herr, mein Glaube, den du mir gegeben, den du mir eingehaucht hast, durch das Menschsein deines Sohnes, durch den Dienst deines Verkünders. Amen. Psalm 77. Ich rufe zu Gott, ich schreie. Ich rufe zu Gott, bis er mich erhört. Am Tag meiner Not suche ich den Herrn. Unablässig erhebe ich nachts meine Hände. Meine Seele lässt sich nicht trösten. Denke ich an Gott, muss ich seufzen. Sinne ich nach, dann will mein Geist verzagen. Du lässt mich nicht mehr schlafen. Ich bin voll Unruhe und kann nicht reden. Ich sinne nach über die Tage von einst. Ich will denken an längst vergangene Jahre. Mein Herz grübelt bei Nacht. Ich sinne nach, es forscht mein Geist. Wird der Herr mich denn auf ewig verstoßen und mir niemals mehr gnädig sein? Hat seine Huld für immer ein Ende? Ist seine Verheißung aufgehoben für alle Zeiten? Hat Gott seine Gnade vergessen, im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Da sagte ich mir, das ist mein Schmerz, dass die Rechte des Höchsten so anders handelt. Ich denke an die Taten des Herrn, ich will denken an deine früheren Wunder. Ich erwäge all deine Werke und will nachsehen über deine Taten. Gott, dein Weg ist heilig, wo ist ein Gott so groß wie unser Gott? Du allein bist der Gott, der Wunder tut, du hast deine Macht den Völkern kundgetan. Du hast mit starkem Arm dein Volk erlöst, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und bebten, die Tiefen des Meeres tobten. Die Wolken gossen ihr Wasser aus, das Gewölk ließ die Stimme dröhnen, auch deine Pfeile flogen dahin. Dröhnend rollte dein Donner, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde bebte und wankte. Durch das Meer ging dein Weg, dein Pfad durch gewaltige Wasser, doch niemand sah deine Spuren. Du führtest dein Volk wie eine Herde, durch die Hand von Mose und Aaron.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Du, unser Gott, wenn wir uns fern von dir fühlen, wird es uns manchmal schwer, an deine Gebote festzuhalten. Mach uns Mut, zeig uns deine Nähe, deine Gerechtigkeit wollen wir leben. Amen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet, und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gepriesen sei Gott, der uns die Aussaat seines Evangeliums aufgetragen hat. Ihn bitten wir, dass wir nicht müde werden zu berichten, wenn du an uns gehandelt hast. Stärke unseren Glauben. Ihn bitten wir, dass wir Vertrauen bewahren, auch wenn nicht aufzugehen scheint, was wir gesät haben. Stärke unseren Glauben. Ihn bitten wir, dass wir lernen, mit den uns Anvertrauten und mit uns selbst Geduld zu haben. Stärke unseren Glauben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr hat mit seinen Jüngern am Tisch gesessen und hat das Gebet gebetet, was wir auch zu beten nun gewillt sind. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Mittwoch. Heute ist übrigens Gedenktag vom heiligen Knut, dem heiligen Erich und dem heiligen Olaf. Alles Heilige aus Dänemark, Schweden und Norwegen. Lasst uns beten. Gütiger Gott, lass es hellen Tag werden in unserem Herzen, damit wir nicht in die Irre gehen, sondern auf dem Weg deiner Gebote bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben.
Keyboard, Magazin und Töne der Stadtkirche Recklinghausen. Grüß euch, ich bin Oliver Kelch, Diakonatsbewerber der Stadt Recklinghausen. Keyboard, das ist euer neues Magazin mit News und Tönen aus der Stadtkirche. Die Propsteipfarrei St. Peter, die Pfarrei Liebfrauen, die Pfarrei St. Antonius. Die haben eine Menge zu bieten an Terminen, News und Tipps und die finden hier ab sofort ihren Platz. Nicht nur die Kirchengemeinden kommen bei uns zu Wort. Nein, in den Reportagen, Interviews und News gibt es natürlich auch die Vereine, Verbände, Einrichtungen, Organisationen der katholischen Kirche hier bei uns in der Stadt. Keyboard entsteht im Rahmen meiner Ausbildung zum Diakon als sogenanntes Praxisprojekt. Ich freue mich, wenn ihr uns hört und uns weiterempfehlt. Also, wir hören uns bei Keyboard, dem neuen kirchlichen Magazin der katholischen Kirchen in Recklinghausen.